wir sind am Essen gleich. Wir können kaum erwarten, dass die Teller fertig sind. Die Kinder sind schon ganz lange am Tisch. Ich versuche Edi so ein bisschen zu helfen. Ja, ich habe nämlich was gekauft. Und zwar so einen Monatsplaner. Und die Angelia hat bald Geburtstag. Ja, da bist du 7. Baby John, was sagst du dazu? Baby John hat sich gerade dreckig gemacht mit Keksen. Wow. Honig, Joghurt mit Honig. Wie, Mama? Bibi-chan, was hast du da? Was hast du da? Ich hab nichts gesehen. Ach so. Deswegen. Bibi-chan! Ich bin weggekommen. Deswegen, weißt du, alles ist schön. Winter schön. Sommer ist schön. Atelia ist schön. Jan ist schön. Selin ist schön. Die Mama ist nicht schön. Ja. Hallo meine Lieben, eben habe ich die Kinder weggebracht, die Achelia und die Sel. Ja, warum ich eigentlich jetzt die Kamera habe, ist, nein, Patricia und ich sind noch zusammen, ich habe sie nicht verlassen, sie mich auch nicht. Ja, ich mache eine Bar auf. Das wird eine Cocktailbar und das ist in Oberramstadt, bei Darmstadt-Dieburg ist das. Hallo, ich bin jetzt im Baumarkt mit einem Freund. Wir haben uns jetzt die Holzteile angeguckt. Wir werden wahrscheinlich die hier kaufen und für die Sitzbänke benutzen. Die sind gerade im Angebot. Und die hier als Rückenlehne benutzen. Die sind auch stabil, sind auch gerade im Angebot. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Hornbach, haben hier einiges gekauft und schon zuschneiden lassen. So, einiges haben wir schon gefunden. Jetzt gehen wir uns noch die Farbe holen und dann geht's in den Laden. Selin, los! Lisel! Ich hab das Tier gefunden! Dickchen? Ja. Selin, ich hab Angst. Hol das Tier. Ja, Selin, hast du Tomatensoße gegessen? Nein. Oh Gott, es kommt. Was ist das? Hallo meine Lieben, ich gucke die ganze Zeit mir Kardashians an. Deshalb putze ich jetzt gerade mein Haus, weil die haben so schön zu Hause. Und drehe die ganze Zeit nicht, weil die sehen alle so schön aus und ich sehe so aus, weil... die Gründe... Ach so, ich habe auch 4 Tage nicht gedreht. Ganz heftig. 4 Tage. Ich traue mich auch gar nicht jetzt so irgendwie das Ganze zu bearbeiten. Aber egal, ich werde es auf jeden Fall bearbeiten. Mein Objektiv, es ist so viel passiert. Objektiv, das schöne, teure Objektiv ist weg, weil es war dann doch total laut. Ich glaube, das habe ich sogar noch gefilmt. Und dann kam die Idee mit seiner Shisha-Bar. Mit meiner Erlaubnis ist er dabei, eine aufzumachen. Und hier geht's drunter und drüber, weil ich mit 4 Kindern alleine bin. Da. Und guck mal, was die Sellen ständig veranstaltet. Malt die Sellen einfach meinen Tisch an. Jetzt muss ich das gleich mal versuchen, irgendwie wegzumachen. Mama. Sellen, nein! Und zu essen jetzt was, wir sind noch in Darmstadt, dann waren wir in den Laden. Also die Holzteile, die wir den Maßenspritz zuschneiden lassen haben, holt dein Freund mit dem Transporter. Einen Rahmen habe ich jetzt fertig. Die restlichen Räume zeige ich lieber nicht. Da läuft mein King Kardashian. Und hier bin ich noch auch gut dabei. Der Edi halt, normalerweise habe ich das immer richtig gut sauber bekommen. Aber durch seine Kochkünste... Ist das jetzt ein bisschen kaputt? Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, ihn sauber zu kriegen. Mal gucken. Na, junger Mann.
fertig. Und dann war es das für heute. Mit Essen. Mit Arbeit geht es dann weiter. Gehen wir weiter. Wir müssen zur Pokodomäne. Willst du was Süßes, oder? Nein? Jetzt gehen, fahren wir zur Pokodomäne. Burdan, gehen, gehen. Ich bin doch nicht süß. Immer noch kein Vergleich zum Kim Kardashian. Aber egal. Die streiten sich die ganze Zeit. Jetzt habe ich der Isel, der blanken Mann, gesprochen, weil Idi aus Versehen die... Nee, ich habe sie aufgemacht, weil ich dachte, er will sie, er wollte sie aber doch nicht. Deshalb mache ich sie jetzt... ja, deshalb mache ich jetzt gebrannte Mandel. Babyjan ist mittlerweile auch wach. Babyjan ist auch wach. Ich muss ihn festhalten. Der fällt gerade nämlich gleich um. Der ist so süß. Und krank. Ich muss ihn gleich sauber machen. Das ist Lutzt. Ja, also ich räume hier wie gesagt auf. Sieht auch, denke ich mal, ziemlich gut aus. Hallo! Also meine Lieben, ihr müsst sehen, irgendwie ist es ganz gut, wenn der Mann arbeiten geht. Ich glaube, Frauen und Männer sind einfach nicht geschaffen, 24 Stunden aufeinander zu hocken. Man hat dann gar nichts sich zu erzählen und wenn er halt nur zu Fronten geht, ist das auch ein Blöd für die Frau und auch ein Blöd für ihn. Deshalb, also ich werde trotzdem meckern bei ihm, aber euch kann ich sagen, eigentlich ganz gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Pokodomäne, Katze und Burger. Nee, jetzt kommen wir mal hier nach Schaumstoff. Vielleicht werden wir ja hier fündig. Habt ihr die Erzählung gefunden? Wie denn? Echt jetzt? Wir sind schon auf Matratzen umgestiegen. Wir haben jetzt 6 Matratzen bei Pokodomäne gekauft. So, wir waren jetzt nochmal in einem Laden wegen Kaffeemaschine. 3000 Euro. Billigste war 800 Euro. Leider definitiv und zu teuer. Wir sind jetzt in Oberramstadt. Nach langem Einkaufstag sind wir endlich mal angekommen. Gehen jetzt in den Laden und werden die Sachen einladen, die wir eingekauft haben. Jo, hier ist der Laden. Da. Weiter, 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 weiter und stopp. So, ich hatte ja schon mal ein bisschen gezeigt. So sieht das alles hier aus. Noch ist nichts drin, außer die alte Theke. Ja. Es wird alles hier geändert. Hier kommt Waschbecken hin. Die Theke geht dann so hier entlang. Mein Lieben, wir haben die Tapeten hier gekauft. Da steht Moskau, Berlin, Paris, Basel, London, Istanbul. Einfach eine unglaubliche Tapete. Die Tapete kommt da drauf. Hier ist jetzt gerade die Bar. Die Bar kommt aber von hier weg und kommt dahin. So, ich habe jetzt soweit die Küche aufgeräumt, immer mal wieder Essen gemacht und ja, jetzt muss ich hier rein und war gerade etwas geschockt, wie meine Kinder das hier hinterlassen haben. Yeah, am besten gar nicht erst scharf stellen, um nicht zu heulen. Finde ich mal wieder alles andere als schön und das wird sich auch demnächst ändern, denn alleine, ohne Hilfe, kann das natürlich so nicht gehen. Müssen die Kinder mithelfen. So, meine Lieben, ein sehr anders verlaufender Tag als sonst und das wird jetzt unser Alltag sein. Alles ein bisschen anders. Ja, ich freue mich schon auf die Zeit. Ja, endlich mal ein anderes Leben. Gute Nacht. Das Coole ist, er wird mir meine Lippen machen, weil der Klaus traut sich irgendwie nicht, weil ich seine Schwiegertochter bin und eventuell sogar Botox.